Eines ist sicher, meine Damen und Herren, nach der Aufklärung oder nach dem Zeitalter der Aufklärung leben wir jetzt wieder in einem religiösen Zeitalter, nur dass eben die Inhalte dieser Religion sich verschoben haben, was früher Gott war, ist jetzt der Klimawandel. Daraus entsteht dann notwendigerweise eine apokalyptische Bewegung, die letzte Generation, die sagt, wir müssen jetzt und wenn wir nicht jetzt sofort, dann geht die Welt unter. Und auf der anderen Seite entsteht ein Wunderglaube, etwa verkörpert durch die deutsche Bundesregierung, die uns die Energiewende und das Gelingen der Energiewende verspricht und das vor dem Hintergrund, dass bis 2050 der Strombedarf Deutschlands sich verdoppeln wird, gleichzeitig man aber Energiequellen abschaltet, wie das mathematisch funktionieren soll. Das ist im Reich der Wunder, aber jeder Religiöse glaubt ja im Grunde seines Herzens, dass physikalisch Unmögliches möglich ist. Dementsprechend sagt man, naja, es ist eben so, dass die Realität sich dann dem Wunder anpassen wird. Also wird das schon gelingen. Aber es passieren auch an den Märkten Wunder, meine Damen und Herren. Und gestern ist ein solches Wunder geschehen, denn die Aktienmärkte sind gestiegen, obwohl wir gesehen haben, dass die Renditen, also die Kapitalmarktzinsen, auf den höchsten Stand seit der Finanzkrise geklettert sind. Geld wird immer teurer auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Dollar immer stärker geworden. Auch das ungut in jeder Hinsicht für die Verschuldeten. Die Welt ist in Dollar verschuldet. Einerseits, auf der anderen Seite, US-Konzerne verdienen Geld in Dollar im Ausland. Große US-Konzerne verdienen natürlich im Ausland Geld, wenn die zum Beispiel im Euroraum tätig sind und hier Euros verdienen, die sie dann später in Dollars zurücktauschen, dann kriegen sie dafür schlichtweg weniger Dollars. Mit anderen Worten, das belastet also die Gewinnsituation der Unternehmen. Aber gucken wir uns das Finanzmarktwunder an, nachdem wir über das Klima- und Religionswunder gesprochen haben, meine Damen und Herren. Wir sehen hier zunächst mal, die Tech-Werte sind es wieder, die relativ positiv gewesen sind. Eine Nvidia, vor allem Nasdaq. Gestern der stärkste Index, alles jetzt nicht dramatisch, aber man ist am Schluss nochmal deutlich ins Plus gedreht. Übrigens in der Summe sehr niedriges Volumen gestern beim SPY, dem maßgeblichen ETF, auf den S&P 500, 69 Millionen Kontrakte. Die beiden Vortage jeweils über 100 Millionen, aber Schwarm drüber. Und das Ganze, dass also die Aktienmärkte, alle Indizes gestern im Plus waren, ist insofern erstaunlich, als wir eben normalerweise diese ganz klare Korrelation haben, steigen Renditen, wird also Geld teurer, fallen Aktien. Normalerweise ist es eben so, dass TLT ist 2,08% gefallen, also die Kurse länger laufender Anleihen sind 2% gefallen. Und normalerweise ist das Stoff für einen Sell-off an den Märkten. Wenn zum Beispiel TLT mehr als 2% fällt, dann fällt durchschnittlich der SPY, also der S&P 500, etwa 0,7%. Also wir haben die vorübergehende Fragezeichenauflösung einer Korrelation gehabt, nämlich starker Dollar, starke Renditen als schwächere Aktienkurse. Oder lügt hier jemand, Dollar und Renditen vor einer Korrektur? Und das, was die Aktienmärkte gestern gemacht haben, ist so eine Art Frühindikator für das, was jetzt die nächsten Tage passiert. We will see. Wir gibt eine Indikation in der Richtung. Der VIX zum Beispiel, die Volatilität gestern mit diesem Ausbruch über die 200-Tages-Linie, dann aber so eine hässliche Umkehrformation, während etwa der S&P 500 hier aus seiner bullischen Wedge, aus dieser fallenden Wedge nach oben ausgebrochen ist. Basierend auf dieser Meldung, die vor allem Tech-Werte gestützt hat, Advanced Micro Devices und Nvidia sind gestiegen. Nach Berichten Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, also TSMC, würde weitere Packaging-Maschinen bestellen für Chips, weil eben die Nachfrage so stark angezogen hat. Aber okay, schauen wir mal, ob das stimmt. Also mit anderen Worten, eine Hurra-Meldung aus der KI hatte diese Stimmung so ein bisschen gedreht. Aber schauen wir uns mal an, die Renditen haben darauf überhaupt nicht reagiert, auch der Dollar nicht so großartig. TLT, das ist langlaufende Anleihen, meistens 20-jährige US-Staatsanleihen, mit dem tiefsten Stand seit 10. Februar 2011. Und als der TLT auf diesem Niveau stand,
zuletzt, da war der S&P 500 bei 3.400 bis 3.500 Punkten. Klar, wenn Geld teuer ist, entsteht eine Konkurrenz zu Aktien. Es gibt Alternativen. There is an alternative. Es gibt Renditen. Wer in Geldmarktfonds investiert, wer in eine dreimonatige US-Staatsanleihe investiert, der bekommt dafür 5% Zinsen. Und wer jetzt investiert war seit Mitte Juli, der hat mit Aktien tendenziell Verluste gemacht. Das wird man sich überlegen. Und diese Verluste sind entstanden, weil der gute Jerome Powell klar gemacht hat: Jungs, ich will nicht, dass ihr weiterspielt. The music has stopped. Aber City-Chef hat ja eins gesagt: Du musst tanzen, solange die Musik spielt. Letzte Woche hat Powell gesagt, die Musik hat aufgehört zu spielen, denn wir wollen die Zinsen länger anheben. Ob sie das tun können überhaupt, steht auf dem anderen Blatt. Aber auch was Powell eben gesagt hat: Wir werden die Bilanzsumme reduzieren, selbst wenn wir irgendwann wieder die Zinsen senken. Also man wird Liquidität entziehen. Das wird die Boote, die alle mit der Flut der Liquidität gestiegen sind, dann wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen bringen. Und wenn die Fed das Ganze durchzieht und nämlich bis Ende 2024 wirklich über 5% Zinsen hat, dann wäre das die längste Phase seit 2006, 2007 einer restriktiven Geldpolitik, die wir derzeit ja haben, gemessen an den Real Fed Funds Rate, also Fed Funds minus CPI. Wenn also die Zinsen höher sind als die Inflation oder die Leitzinsen, genauer gesagt. Und gestern ging es nochmal nach oben, aber heute geht es zunächst mal nach unten, angeführt von Asien. Asia Stocks fall as Treasury yields dollar higher, also wieder das alte Thema. Wir sehen ansteigende Renditen, wir sehen den Dollar weiter ansteigen. Das schmeckt den Aktienmärkten heute Vormittag nicht. Das sehen wir in Hongkong, das sehen wir in Japan, das sehen wir in Mainland China. Und hier hat diese Analogie, wer nackt schwimmt, sieht man dann, wenn eben die Flut abgeebbt ist der Liquidität. Die hat Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, aufgenommen. Eine 7% Zinswelt würde zeigen, wer nackt schwimmt, warnt hier der JP Morgan Chef. Und Kashkari von der Minneapolis Fed gestern nochmal gesagt, ja, eine Zinsanhebung, die dürfte noch kommen in diesem Jahr. Und hier sehen wir nochmal, warum es nicht zusammenpasst. Stock Valuation and Real Rates. Es gibt wieder positive Realrenditen. Powell, der Fed-Chef, hat letzte Woche gesagt, das ist eine gute Sache. Das finde ich schön. Das ist gesund. Aber hier sehen wir, dass Bewertung und Real Rates massiv auseinanderklaffen, was sonst normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise läuft das parallel, was geniale Denker auf den Ansatz bringen könnte. Vielleicht sind die Bewertungen angesichts dieser Real Rates ein bisschen sehr hoch, aber das sind sehr sophisticated persons sozusagen. Hier sehen wir nochmal die Relation S&P 500 zur 30-jährigen Anleihe, und zwar den Kursen dieser Anleihe, ist jetzt so hoch wie eigentlich noch nie. Und das vor der Situation oder in der Situation, dass die Fed offenkundig Liquidität entzieht, allein in der letzten Woche über 70 Milliarden Bilanzreduzierung, größte Reduzierung seit Juli 2020. Also da stellt sich die Frage eben, was stimmt da nicht, was passt da nicht zusammen? Und das wird in dieser Grafik hier von Octavio Costa nochmal zusammengefasst. Die Renditen steigen, hier sehen wir die invertierte 10-jährige Anleiherendite, die faktisch steigt, und Nasdaq ist auch gestiegen. Das wird auf Dauer nicht so sein können. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob Sie das sehen, hier das Schwarz scheint mir nicht gut dargestellt zu sein, Equal Weight Index, also wo alle Aktien im S&P 500 gleichgewichtet sind, ist aus einem Aufwärtstrend rausgefallen. Wir sehen ein mögliches Doppeltop bei den FANG Plus, beim FANG Plus Index, also wo die großen Tech-Aktien enthalten sind. Und hier Michael Hartnett von der Bank of America sagt, also gucken wir uns mal Broker-Dealers an, also verschiedene Sektoren im S&P, dann könnte man denken, der S&P steht bei 4.800. Gucken wir uns Banken an, die schlechter ja gelaufen sind lange, dann könnte man denken, der S&P steht bei 3.500. Gucken wir uns Homebuilders an, und dann denkt man mal, wir sind bei 4.500. Und wenn wir Retail-Aktien, also Einzelhandelsumsatzaktien anschauen, denkt man, man könnte etwa bei 3.600 Punkten im S&P sein. Also diese verschiedenen Sektoren erzählen sehr unterschiedliche Geschichten. Und was will uns der Mr. Market denn für eine Geschichte erzählen? Denn wir sehen ein klares Bear Steepening an den Anleihenmärkten. Mit denen sehen wir also
eine Endinvertierung der Zinskurve. Je tiefer, je invertierter die Zinskurve, umso deutlicher normalerweise eine Rezession. Und die Rezession tritt dann ein, wenn die Zinskurve sich entinvertiert. Hier sehen wir in dieser Grafik von Holger Čepić eben die Situation, wenn hier über Null gegangen wird in dieser Kurve, also die Zinskurve wieder den normalen Verlauf nimmt, dann tritt die Rezession ein. Und schauen wir uns mal den Konsumenten an, gewissermaßen jetzt die Achillesferse der amerikanischen Wirtschaft, denn der Konsum ist ja entscheidend. Nur noch die obersten 20% der Amerikaner haben noch Excess Savings, haben praktisch noch finanzielle Ersparnisse, Reserven aus der Corona-Zeit. Bei allen anderen ist das nicht mehr der Fall, vor allem die unteren 40%. Die sind da schon tief unter Wasser. Der Konsument fällt von einer Klippe, sagte Mike Wilson. That's the case. Jetzt kommen ja die Rückzahlung der Student Loans, viele Belastungsfaktoren. Und jetzt gucken wir uns mal die Aktienmärkte wieder an. Und wir sehen, wir haben ein Hoch erreicht im Juli. Ja, und am 26. Juli war die letzte Zinsanhebung der Fed. Und viele sagen, es wird die allerletzte gewesen sein. Und was ist seitdem passiert? Wir fallen. Jetzt gucken wir uns mal unten diese Grafik an, die zeigt, okay, nach der letzten Zinsanhebung ist normalerweise, da bricht eine gute Zeit für Aktien, US-Aktien an, denn naja, da kommt jetzt nichts mehr, da ist nichts mehr zu fürchten in Sachen Zinsanhebung, aber wenn eine Rezession kommt, dann passiert das Gegenteil, dann fallen Aktienmärkte. Jetzt vergleichen wir mal oberen und unteren Chart und nehmen an, wir haben jetzt die letzte Zinsanhebung gesehen, dann heißt das, dass wir eine Rezession bekommen und die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht dafür extrem hoch. Dennoch, wir sind jetzt heute Morgen sehr schwach in den Handel gegangen. Wir haben übergeordnet diese Belastungsfaktoren, weniger Liquidität, ich hatte es gestern im Video thematisiert, steigende Renditen, steigender Dollar. Und dennoch sind wir stark überverkauft an den Märkten. Und das sehen wir jetzt auch am Dealer Gamma, also praktisch die Market Maker, die sind stark abgesichert auf der Unterseite. Die mussten sich absichern auf der Unterseite, denn wenn die Optionen an den Mann oder die Frau bringen, dann ist das ja ein Wette gegen den Kunden, wenn man so will. Wenn jetzt die Dinge eben sich so entwickelt haben mit fallenden Aktienkursen, dann muss man sich auf der Unterseite absichern als Market Maker. Und das kann natürlich passieren, wenn wir weiterfallen, müssen die weiter sich absichern, müssen also weiter short gehen, müssen weiter das Underlying verkaufen, müssen ihre Gamma-Exposure noch ausweiten. Das kann bedeuten, dass wir einen radikalen Sell-Off sehen. Es kann aber eben auf der anderen Seite bedeuten, dass wenn wir was nach oben sehen, die dann bestimmte Hedge-Positionen, die Short sind, nicht mehr brauchen, eindecken würden und dann als Käufer auftreten. Dazu braucht es gute Nachrichten, meine Damen und Herren. Und ich bin ja dazu da, Ihnen gute Nachrichten zu bringen. Das wissen Sie, meine Damen und Herren. Jetzt zum Beispiel Moody's warnt, dass man das Rating der USA abstufen könnte, wenn die USA in den Shutdown gehen. Und wir sehen schon, die CDS-Preise sind ein bisschen angestiegen. Also die Preise, die es kostet, sich gegen ein Default der USA zu versichern. Also da entsteht jetzt Druck. Moody's ist ja die letzte der drei Ratingagenturen, die die USA noch auf AAA gestellt hat. S&P und Fitch haben das ja schon abgeschafft, dieses AAA. Und sieh da, Wunder geschehen, meine Damen und Herren. Es geschehen immer wieder Wunder in der Politik, in der Wirtschaft und vor allem auch an den Finanzmärkten. Deswegen spreche ich von dem neuen religiösen Zeitalter. Hier sehen wir, man versucht jetzt seitens des Senates mal wieder das Ganze ein bisschen rauszuzögern, versucht hier eine Bill durchzubringen, die es erlauben würde, den Government Shutdown nach hinten zu verschieben, bis Anfang Dezember zu verschieben. Das könnte eine positive Nachricht sein, nicht positiv ist jedenfalls, dass kürzlich ja die Amerikaner oder der US-Staat die Marke von 33 Billionen an Schulden überschritten hat. Insgesamt die USA knapp jetzt unter 100 Billionen Schulden, wenn man Haushalte und Firmen mit dazu zählt. Jetzt haben wir also schon wieder mal 100 Milliarden, seitdem wir vor wenigen Tagen über dieser 3 Billionen Marke waren, hinzugefügt. Etwa 14,3 Milliarden Dollar pro Tag sind das gewesen, sodass die Amerikaner jetzt täglich praktisch dafür mal eben 3 Milliarden Dollar zahlen müssen, nur an Zinsen, und das kann auf Dauer wahrscheinlich nicht funktionieren, ebenso wie der Immobilienmarkt in China.
Hier hat ein Zeitungsartikel das auf den Punkt gebracht. Chinas 1,4 Milliarden Population ist nicht genug, um die leeren Wohnungen zu füllen, und vor allem schrumpft ja China so massiv. Man kann davon ausgehen, dass etwa um das Jahr 2100 die Chinesen noch so 400 bis 500 Millionen sein werden, also sich mindestens halbieren werden, es sei denn, es geschieht ein demografisches Wunder. Also das ist vielleicht das neue Japan, wie Nick Timiraos schreibt, nur mit schlechteren Voraussetzungen, eben aufgrund der massiven Verschuldung. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal in Sachen letzte Generation und Apokalyptik. Hier der Gruppenchef hat jetzt gesagt, wir werden weiterhin Öl und Gas finanzieren, weil das zentral für die Wirtschaft ist. Und die Wundergläubigen werden ja dann irgendwann feststellen, dass die komplette Abkehr von Fossilen erstmal nicht funktionieren wird, auch wenn wir uns das natürlich alle wünschen könnten. Aber es wird nicht funktionieren. Jetzt die erste Bank, die sagt, okay, wir werden das nicht tun. Wir sehen übrigens ein Massaker bei diesen ESG-Funds, die richtig abschmieren. Also dieses Investment in alternative Energien, das ist jetzt nicht so richtig erfolgreich, ebenso wie die deutsche Exportindustrie. IFO, gerade frische Meldung, Exporterwartungen deutlich gesunken im September 2023. Also so tief jetzt wie nur zuvor in die Corona. Wir sehen übrigens rechts auch hier aus der Financial Times, Global Trade falls at fastest pace since early pandemic. Also der globale Handel fällt zurück, vor allem durch diese Entkoppelung zwischen China und dem Westen, die wir in den Handelsdaten ja ganz klar sehen. DAX stürzt unter die Schlüsselmarke. Was ist jetzt wichtig? Wenn Sie wissen wollen, womit zu rechnen ist, worauf zu achten ist, empfehle ich diesen Artikel. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Handelskrieg Europa-China jetzt wegen diesen Elektroautos. Am meisten hätten Mercedes, Porsche und BMW zu verlieren. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie in diesem Artikel also diese zwei Empfehlungen. Und ich sage Servus und Ciao.